Jetzt möchte ich die fertige Visitenkarte in meinen Druckbogen platzieren, sodass ich das am Ende mehrfach drucken kann. Ich erstelle eine neue Datei, neues Dokument, und zwar DIN A4, Hochformat, die Ränder mache ich auf 10 mm. Anschnitt brauche ich jetzt nicht und ich die Spalten auf 2. So, dann hole ich mir jetzt, erstelle ich mir einen Dummy sozusagen, einen Rahmen, ein Rechteck in der Größe der Visitenkarte. 85 mm breit, 55 mm hoch. So, die kann ich jetzt benutzen, kann sie oben praktisch an den Rahmen andocken und kann jetzt über Layout, Ränder und Spalten nochmal die Ränder verändern. Zum Beispiel links den Rand vergrößern. 14 rechts muss ich dann natürlich auch auf 14 mm gehen. Und kann jetzt hier noch den Spaltenabstand ebenfalls vergrößern, sodass die Visitenkarte genau da reinpasst. Links, rechts 14, Spaltenabstand 12 mm ist jetzt schon ein ganz gutes Maß. So, jetzt brauche ich diese Seite zweimal. Das heißt, ich nehme diese Seite ein. Sie braucht diesen Dummy, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich ziehe mir noch eine Hilfslinie oben aus dem Lineal raus, bevor ich diesen Dummy lösche, sodass ich dann genau hier diese ersten beiden Kästen schon habe. Jetzt nehme ich die Seite 1 und dupliziere sie, indem ich sie hier unten reinziehe. Gehe wieder auf die Seite 1 zurück, das heißt, die Seite 1 muss wirklich angewählt sein. Sage Datei platzieren und hole mir die fertige Visitenkarte in das Dokument, die Importoption anzeigen, anschalten, damit ich die Seiten anwählen kann, die ich platzieren möchte. Ich möchte alle Seiten platzieren, 1 und 2, und sage OK. Ich habe jetzt die Seite 1 im Cursor von der Visitenkarte, packe die mir auf die Seite 1 meines Druckbogens, gehe auf die Seite 2 und packe die dort die Seite 2 oben an die Ecke. So. Jetzt brauche ich noch Schnittmarken ringsrum, die ich dann praktisch benutzen kann, um das Ganze zu beschneiden. Ich zoome mit dem Zoom-Werkzeug mal rein. So. Das Ganze sieht hier gerade ein bisschen pixelig aus, das liegt an der Anzeigeleistung, kann ich auf Anzeige mit hoher Qualität setzen, dann sieht das Ganze etwas besser aus. Jetzt kommt der Linienzeichner. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich mir eine gerade Linie hier runterziehen. Diese gerade Linie sollte eine schwarze Kontur bekommen. Farbton auf 38, 39% und die Stärke auf 0,25 Punkt, also wirklich ein helles Grau. Und diese Linie setze ich mit ein bisschen Abstand genau auf die Höhe des linken Randes. So. Und diese eine Linie möchte ich jetzt praktisch im 90-Grad-Winkel drehen. Das heißt, den Bezugspunkt setze ich auf ganz unten hier an der Stelle und drehe das Ganze einmal um 90 Grad. Ich muss allerdings die Linie vorher duplizieren. Ich will ja nicht nur die eine Linie haben. Ich sage Datei, bearbeiten, kopieren, an Originalposition einfügen und drehe das Ganze jetzt um 90 Grad. Diese zweite Linie platziere ich mir hier in Höhe der oberen Rahmenkante und diese beiden wähle ich an mit gedrückter Shift-Taste und gruppiere sie mit Steuerung bzw. Apfel und G auch unter Objekt gruppieren. Da steht es nochmal.
So, jetzt habe ich schon mal eine Ecke mit Schnittmarken hier versehen. Die sind ein bisschen lang, großzügig, aber wichtig ist, dass die Ecken genau markieren. So, und jetzt brauche ich das ja eigentlich noch 3 weitere Male, also um die Karte drumherum. Damit ich das nicht einzeln machen muss, mache ich das unter Bearbeiten, Duplizieren und Versetzt einfügen. Super Werkzeug. Und ich kann jetzt sagen, ich hätte gerne erstmal den vertikalen Abstand. Der soll 55 mm betragen, also so wie die Visitenkarte hoch war. Und der horizontale 85 mm. Und ich hätte gern 2 Zeilen und 2 Spalten. Das heißt, ich hätte gern das Ganze 4-mal. Und wenn ich das jetzt mit OK bestätige, habe ich jetzt verschiedene Schnittmarken. Muss die nur noch drehen. Also die muss ich noch drehen um diesen Mittelpunkt. Und die hier unten muss ich ebenfalls nochmal drehen um. Den natürlich dann anwählen und ebenfalls nochmal drehen. So, dann nehme ich jetzt erstmal die, drehe die nochmal um den unteren rechten Bezugspunkt dort. Einmal drehen, dann ist es schon an der richtigen Stelle, genau. Und die hier ebenfalls, da ist sie, gucken, dass man die angewählt bekommen. Die Hilfslinie brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. Und drehe die nochmal auch wieder um den rechten unteren Bezugspunkt. Einmal reicht schon. Ne? So, jetzt muss ich die letzte noch anwählen. Die drehe ich auch nochmal um den unteren rechten Bezugspunkt, so lange bis ich sie halt dort platziert habe, wo ich sie brauche. So, und jetzt habe ich hier wirklich 4 Schnittmarken einmal drumherum um mein Objekt. Dort könnte man das also wunderbar schneiden. Und diese 4 Schnittmarken wähle ich alle an mit gedrückter Shift-Taste, gruppiere sie mit Apfel bzw. Steuerung G nochmal. Dann habe ich das Ganze als Gruppe. Das erleichtert das beim Anwählen, brauche ich nur einmal klicken und schon kann ich das, die ganzen Schnittmarken anwählen. Jetzt gruppiere ich das Bild gleich mal mit dazu. Das heißt, Visitenkarte und Schnittmarkengruppe anwählen mit gedrückter Shift-Taste. Und wieder Apfelsteuerung G. Habe das Ganze jetzt als Gruppe. So. Eine Sache vorher, sollte man vielleicht vorher nochmal tun. Und zwar, wenn ich jetzt hier die Schnittmarken nochmal anwähle. Das heißt, die Schnittmarken kopiere, auf die Seite 2 gehe und sie dort hier an Originalposition einfüge, dann habe ich die hier auch auf der Seite 2 ebenfalls gleich. Ganz praktisch. So, auf der Seite 1 kann ich jetzt Folgendes machen. Über Duplizieren und Versetzt einfügen bekomme ich jetzt bearbeiten, duplizieren, Versetzt einfügen, komme ich jetzt also so viele Visitenkarten, wie ich haben will, auch mit dem Abstand, den ich brauche. Kann also sagen, okay, ich 4 Zeilen, 2 Spalten, richtig. Nur der Versatz muss natürlich jetzt noch angepasst werden. Das heißt, ich mache das hier ein bisschen größer, horizontal ebenfalls. Und kann so also wunderbar mein Druckbogen erstellen, sage okay. Das gleiche mache ich für die Seite 2 bzw. die Rückseite ebenfalls mit diesem Objekt und dem. Nochmal vorher gruppieren, beides gruppieren. Also anwählen, Gruppe der Schnittmarken anwählen und Rahmen mit der Visitenkarte anwählen. Das Ganze gruppieren mit Steuerung G und wieder über Bearbeiten, Duplizieren und Versetzt einfügen. Das Ganze duplizieren. Mit OK bestätigen. Und jetzt kann ich, wenn ich
meine fertige Visitenkarte verändere und hier die Verknüpfung aktualisiere, ist eben dann alles wunderbar aktualisiert, ohne dass ich das mal neu mache. Ich mache mal kurz vor, also die fertige Visitenkarte, die hier im Dokument platziert ist, ist als Verknüpfung platziert worden. Und diese Verknüpfung hat jetzt hier so ein paar, um es genau zu sagen, 8 Instanzen jeweils. Man sieht das auch, also sie ist hier gruppiert und hat eben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Instanzen, ne? So wie Kopien, wie die Anzahl der Kopien ist. Ist aber eine ganz normale Verknüpfung, nur mit eben verschiedenen Kopien. Das heißt, wenn ich diese Verknüpfung anwähle, beziehungsweise öffne, ja, die Datei, die sieht man gerade fertig, und hier was verändere, zum Beispiel mache ich jetzt mal den Grauton von dem zweiten, von dem Design ein bisschen anders, speichere das, gehe in meine Druckbogendatei und jetzt sehe ich, die Verknüpfung wurde verändert. Das heißt, ich muss sie hier aktualisieren. Und zwar nicht jede Instanz einzeln, das wäre sehr mühsam, sondern insgesamt die Verknüpfung. An dieser Stelle alle Instanzen von Visitenkarte aktualisieren. So, dann ist das passiert und auf der Seite 2 kann man es jetzt sehen. Auf jeder Visitenkarte ist alles verändert, was in meinem Originaldokument verändert ist. Und es ist also ein sehr schönes Grundlage, sehr schönes Layout bzw. eine Grundlage, um Visitenkarten zu bauen. Und als Druckbogen praktisch immer mit seinen Schnittmarken gleich versehen zu haben.